Hi, wir sind Pauline. Und das ist Finn. Wir besuchen beide den 10. Jahrgang des Sibylla-Merian-Gymnasiums. Das hier ist unser Hauptgebäude in Meinerfen. Hier lernen die 7. bis 10. Klassen. Und dort drüben befindet sich unser Oberstufengebäude. Dort lernen die ganz Großen. Aber am liebsten verbringen wir unsere Zeit in der Mensa, in der Sporthalle oder auf unserem wunderschönen großen Sportplatz. Deine Zeit bei uns fängt aber erstmal in der Außenstelle in Dahlfelde an. Dort lernen, spielen und toben die 5. bis 6. Klassen ganz unter sich. Kommt, das sehen wir uns gemeinsam an. Let's go. Guten Morgen! Guten Morgen, Herr Vollrat. Auch wenn es schon ziemlich viele Jahre her ist, weiß ich noch genau, wie verdammt aufgeregt ich war, als ich das erste Mal die neue Schule betrat. Und damit ihr nicht ganz so aufgeregt sein müsst, zeigen wir euch jetzt schon ein bisschen, was bei uns in der Schule alles so abgeht. Zuerst einmal stellen wir euch unsere Namensgeberin vor, Sibylla Merian. Sie ist zwar schon vor etwa 300 Jahren gestorben, aber sie ist trotzdem noch ein großes Vorbild für uns. Sie war schon damals eine sehr berühmte Naturforscherin und talentierte Künstlerin. Einige von euch kennen bestimmt dieses Kinderbuch, Die kleine Raupe Nimmersatt. Sibylla Merian war es, die als erstes herausgefunden hat, dass aus einer kleinen hässlichen Raupe später ein wunderschöner Schmetterling wird. Aber sie hat nicht nur sehr viel geforscht, sondern ihre Forschungsergebnisse auch in kunstvollen Gemälden aufgefasst. Sie war damals auch viel im Ausland unterwegs. Also sind alle von euch, die Interesse am Zeichnen, am Forschen und am Reisen haben, bei uns im Sibylla Merian Gymnasium bestens aufgehoben. Aber selbstverständlich auch Sportler, Musiker und alle anderen. Genauso wie Sibylla Merian leben und lernen wir ganz viel in und mit der Natur. Sobald die Sonne scheint, ziehen wir hier raus in unsere grünen Klassenzimmer-Rondells. Wir lernen und arbeiten hier draußen mit, während die Vögel um uns herum zwitschern. Außerdem kann man in den vielen Büschen und Sträuchern ausgezeichnet Verstecken spielen. Ich habe damals aber lieber Tischtennis gespielt. Unsere Außenstelle hat 2 Stockwerke. Unten wohnen die 5. und oben die 6. Klassen. Und jede Klasse hat sozusagen eine eigene Haustür. Normalerweise wirst du das Gebäude aber durch den Haupteingang betreten. Kommt mit! Und hier im Forum werdet ihr dann von unserer Rektorin Frau Kroczek begrüßt. Und von Herrn Vollrat natürlich. Er ist hier in Leifert für alles zuständig und kann selbstverständlich deine Fragen und die deiner Eltern beantworten. Und dann erwartet dich bestimmt auch noch eine musikalische Begrüßung von unserer Bläser- oder Chorklasse. Wenn dein Name aufgerufen wird, lernst du bereits all deine Lehrer, Lehrerinnen sowie Schüler und Mitschüler kennen. Und dann geht es auch schon auf in den Klassenraum. Guten Morgen, Frau Richter! Schon am ersten Tag erfahrt ihr, was euch in den nächsten Tagen erwartet. Und das könnte so aussehen. In den Pausen hast du die Möglichkeit, hier in unserer Bücherei zu chillen. Hier gibt es Krimis, Fantasy-Romane, Sachbücher, Pferdebücher und noch so viel mehr. Aber wo ist eigentlich Finn? Ah, hier steckst du! Arme Pauline. Guck mal, wir können hier einfach, ohne den ganzen Papierkram, können wir einfach das Quadrat an der X-Achse spiegeln. Ist das nicht cool? Mega! Ja, ne? Den Computerraum gab es ja auch schon, als wir hier an der Schule waren. Ja, aber mittlerweile wird sogar im Klassenraum digital gearbeitet. Oh, Pauline, guck mal! Ey, das ist doch unser Versuch aus dem Physikunterricht! Krass! Wenn du den Vormittag geschafft hast, kannst du dich hier in der Mensa mit deinen Freundinnen und Freunden treffen. Oder im Foyer. Zum Essen. Oder einfach zum Chillen.
Hörst du das? Wo kommt das denn her? Muss man nachschauen. Wenn du aber lieber Lust auf die Bläserklasse hast, dann bleibt dir die Musikschule auch ein eigenes Instrument. Das kannst du dann auch mit nach Hause nehmen. Gemeinsam mit deinen Mitschülern hast du Instrumentalunterricht und spielst in einem großen Blasorchester mit. Und nach ein paar Jahren hört sich das Ganze dann so an. Genauso wie Chor- und Bläserklasse finden auch jede Menge sonstiger in dem Nachmittagsbereich statt. Genau, wie zum Beispiel Sportspiele, Fußball oder Kreativwerkstatt. Aber am beliebtesten ist unsere Naturkucker AG. Stimmt, die Naturkucker beobachten echt alles, was Beine oder Flügel hat. Sie bauen zum Beispiel Vogelhäuser, Nistkästen oder Bienenhotels. Außerdem haben sie andere Großprojekte, wie zum Beispiel unser Zauneidechsenbiotop oder die Totholzhecke. Außerdem pflegen sie unser Hauptbiotop. Auch unterstützen sie die Apfelernte auf den Streuobstwiesen in Meinersen. Letztes Jahr haben wir sogar über 1000 Liter Apfelsaft gemostet. Hier befinden wir uns in den heiligen Hallen des Verwaltungstrakts. Aber eigentlich wollten wir euch was ganz anderes zeigen. Wir arbeiten nämlich seit 3 Jahren an dem Großprojekt Belago Screening. Dabei kämpfen wir gegen den Klimawandel und fangen damit schon in unserer Umwelt an. Dass wir im letzten Jahr Energiesparmeister geworden sind, dürfte allerdings auch an unserer eindrucksvollen Plastikrevue im Kulturzentrum gelegen haben. Wir wollten die Bevölkerung in Meinersen und Umgebung darauf aufmerksam machen, den Plastikverbrauch im Alltag zu reduzieren. Und hier ist unser Rundgang durch das kleine SMG auch schon zu Ende. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Auf jeden Fall hast du uns ein bisschen kennengelernt und weißt jetzt, was am Sibylla-Merian-Gymnasium so alles abgeht. Und vielleicht gehörst du ja schon bald dazu. Tschüss! Ciao!